KI erobert die Welt. Nach dem sensationellen Start des von Microsoft gepowerten ChatGPT zieht nun ein weiterer Tech-Gigant nach. Gemini von Google will unsere Welt von Grund auf verändern. Nicht nur kreativ wirkende Texte soll Gemini generieren, sondern die multimodale KI analysiert angeblich schon selbst komplexe Zusammenhänge und das quasi mit eigenen Augen. Sag mir, was du siehst. Ich sehe, wie du einen Zettel auf den Tisch legst. Ich sehe eine geschwungene Linie. Und jetzt? Die Konturen sind weich und fließend, ohne Spitzen und scharfe Kanten. Für mich sieht das wie ein Vogel aus. Und jetzt? Der Vogel schwimmt im Wasser. Es hat einen langen Hals und einen Schnabel. Eine Ente. Ja. Eine Ente ist ein Wasservogel aus der Familie der Anatidae. Enten sind verwandt mit Gänsen und Schwänen. Die Ente scheint blau zu sein. Das ist keine gewöhnliche Farbe für Enten. Das Rennen um die leistungsstärkste KI ist in vollem Gang. Staunende Faszination mischt sich mit gruseligem Schaudern. Denn die neue Technik zeigt auch schon ihr hässliches Gesicht. Der geklonte ZDF-Moderator, der für eine Geldanlage Werbung macht. Gestützten Anlageplattform, die bereits Millionen von deutschen Bürgern zur Verfügung. Oder der KI-Kanzler, der mehr schlecht als recht zum Verbot der AfD aufruft. Mitbürger. Meine Regierung wird zum 5. Todestag von Walter Lübcke am 2. Juni 2024 beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der Partei Alternative für Deutschland beantragen. Fachleute wie die Informatikerin Hanna Bast sehen insbesondere in Deutschland einen fast naiven Umgang mit der neuen Technologie. Also in Deutschland erlebe ich immer wieder einen ausgesprochenen digitalen Analphabetismus. In vielen Gremien, zum Beispiel in der Politik, die Sachen entscheiden bezüglich Technik oder Digitalisierung, gibt es teilweise einen grotesk geringen Technik-Sachverstand. Das ist ganz typisch für deutsche Politik und das ist natürlich eine Katastrophe. Während Österreich bereits eigene Regulierungsmaßnahmen für KI auf den Weg gebracht hat, schauen Deutschland und auch die Schweiz in diesen Tagen gespannt nach Brüssel. Der AI Act, von der EU-Kommission, dem EU-Parlament und dem EU-Rat auf den Weg gebracht, soll möglichen Missbrauch verhindern. Wir hatten ein Ziel, eine Gesetzgebung zu erlassen, die sicherstellt, dass sich das KI-Ökosystem in Europa mit einem menschenzentrierten Ansatz entwickelt, der die Grundrechte und die europäischen Werte respektiert, Vertrauen aufbaut und ein Bewusstsein schafft, wie wir das Beste aus dieser KI-Revolution machen können, die sich vor unseren Augen abspielt. Schöne Worte, die den einen oder anderen Bösewicht nicht schrecken werden. Desinformation und Manipulation bekommt durch generative KI, wie die von Google Gemini, ganz neue Möglichkeiten. Nicht zuletzt, um Gesellschaften mit Deepfakes zu vergiften. Da beruhigt es auch nicht, dass Google-Chef Sundar Pichai bei der Präsentation von Gemini verspricht, auch gleich noch das Gegengift zu liefern. Wir investieren außerdem stark in die KI-Verantwortung. Dazu gehört auch, dass wir über die Tools verfügen, um synthetisch generierte Inhalte zu erkennen, wann immer sie darauf stoßen. Versprechungen, die man von den Tech-Konzernen und Social-Media-Betreibern in der Vergangenheit schon des Öfteren hörte. Deepfake-Jäger wie Martin Steinebach sind und bleiben daher erstmal skeptisch. Zwar gibt es für Digitalforensiker erste Ansätze, Deepfakes zu erkennen, doch es sind nur Ansätze. Heutzutage wird man eigentlich immer eine Kombination aus einem Computersystem und einem menschlichen Entscheider brauchen. Also dass ein System alleine schon Entscheidungen trifft, ist das Ganze ein Deepfake oder nicht, ist das eine Fälschung oder nicht, da ist man noch weit entfernt. Hanna Bast glaubt daran, dass man in Zukunft die Technologie regulieren kann. Doch bis das der Fall ist, wird der jüngste Technologiesprung wahrscheinlich noch viel gesellschaftlichen Schaden anrichten. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass das alles gerade sehr schnell geht, sehr viel auf einmal, sehr hohe Schlachtzahl und die Leute nicht mehr mitkommen. Und das hat einfach das Potenzial, eine Gesellschaft zu spalten. Das sehen wir ja jetzt schon durch soziale Medien. Zwar räumte Google vor wenigen Tagen ein, dass seine KI Gemini doch nicht ganz so autonom agiert, wie im Präsentationsfilm gezeigt. So wurden Standbilder eingebaut, um Latenzzeiten zu überbrücken.
Doch es wird immer deutlicher, welche Technikrevolution gerade durchstartet. Was denkst du, passiert jetzt? Die Katze wird auf den Schrank springen und sich beim Landen halten. Das wird eine perfekte 10. Oh, das war ein Fehler. Es scheint ein bisschen weit weg zu sein. Doch wenn auch noch nicht alles rund läuft, Gemini und ChatGPT lassen schon jetzt erahnen, wie sich unsere Welt und unser Leben in Zukunft auf der Erde verändern.